Der Choke sitzt, glaube ich, direkt am Kiefer. Das sieht jetzt aus wie Khabib gegen Conor. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder mit einer Reaction zu unserer ersten deutschen Street-Fight-Liga, die Defend Fight Club. Denn die haben vor 3 Wochen ein brandheißes Video hochgeladen. Dort kämpft ein Judoka gegen einen Thai-Boxer. Sehr viele haben gesagt, ich soll unbedingt darauf reagieren, denn es ist ein geiler Kampf. Ich habe mir die Reaction extra aufgehoben. Bevor wir das Video starten, Freunde, es läuft aktuell mal wieder ein Gewinnspiel. Dort könnt ihr diese brandheißen, geilen Handschuhe von Twins in Echtleder gewinnen. Gesponsert von unserem Partner kunpon.de, dem geilsten Online-Händler für Kampfsportartikel. Alles, was ihr dafür tun müsst, um bei diesem Gewinnspiel mitzumachen, ist, das Video mit meinem 150.000 Abonnenten-Special zu kommentieren, euren Insta-Namen zu hinterlassen und am Sonntag im Livestream löse ich dann auf, wer gewonnen hat. Ja, Freunde, und wie immer, wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet beim Einkauf von Kampfsportartikeln, schaut ab jetzt immer in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Rabattcode zu kunpon.de. Jetzt schauen wir uns den Kampf an, Freunde. Los geht's. So. Nachfolgend nicht für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. An erster Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an Defend Fight Club für 30.000 Abonnenten. Ja, geiler Meilenstein auf jeden Fall. Und das nur in 2 Monaten haben die bereits erreicht. Krasse Leistung auf jeden Fall, aber definitiv verdient. Ich bin geboren und aufgewachsen in Bremen, Deutschland. Mit 16 Jahren habe ich mit dem Thai-Boxen angefangen, wo ich auch schnell in die MMA-Welt wechselte. So, das ist Arthur Gras. Er wiegt 77 Kilogramm, ist 1,77 Meter groß, 26 Jahre alt, Kampfstil Thai-Boxen. Bei Defend FC steht er mit einer Statistik von 0 zu 1. Den haben wir schon mal kämpfen gesehen. Ich glaube, in der allerersten Veranstaltung von Defend Fight Club sogar. Ich bin 23 Jahre alt und komme gebürtig aus Tschetschenien. Ich trainiere seit 12 Jahren Judo und habe so einige Titel gewinnen können. Seit kurzem. Was hat er gesagt? Er trainiert seit 12 Jahren Judo und? Seit 12 Jahren Judo und habe so einige Titel gewinnen können. Habe so einige Titel gewinnen können. Okay, jedenfalls, das ist Adam Misaev. Er ist 78 Kilogramm schwer, 1,68 Meter groß, 23 Jahre alt. Judo ist sein Kampfsport-Hintergrund. 12 Jahre Judo, hat er gesagt. So, Freunde, ich bin auf jeden Fall gespannt auf diesen Kampf. Hier wieder Stand-Up-Fighter gegen Bodenkämpfer, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Grappler. Bin mal gespannt. Adam mit etwas kleinem Größennachteil ist knapp 10 cm kleiner als sein Gegner Arthur. Eigentlich etwas sehr Gutes für ihn als Stand-Up-Fighter, diese zusätzliche Distanz, die kann er auf jeden Fall für sich zu seinem Vorteil nutzen. Schauen wir mal, ob er das tatsächlich auch zu seinem Vorteil wirklich ausnutzen kann oder ob Adam jetzt den Bodenkampf, den Nahkampf findet. Ja, beide tasten sich jetzt hier gerade noch etwas ab in den ersten 30 Sekunden des Kampfes. Suchen gerade noch ein bisschen ihre Distanz, ne? Möchte natürlich in den Nahkampf, ne? Er will eigentlich dorthin, damit der Arthur greifen kann und mit seinen... Schöner High-Kick hier von Arthur, aber war ein bisschen zu weit weg und Adam konnte das ganz easy hier vermeiden, ja, davon getroffen zu werden. Ich muss leider den Kommentator wieder ein bisschen leiser machen, damit sich unsere Kommentare nicht überlappen. Natürlich nicht einfach so dahin nehmen darf, weil Arthur trainiert auch MMA, da ist Brazilian Jiu-Jitsu mit drin. Das heißt, so einfach ihn am Boden. Schöner Sidekick nochmal. Kurz Auslage gewechselt und dann den Sidekick an die Brust bisschen, ja. Ja, Arthur macht es gerade sehr gut, behält alles im Stand. Adam baut jetzt hier aber gerade ein bisschen den Druck auf, versucht Arthur jetzt hier ein bisschen einzukesseln. Schönes Knie hinterher und der Bodenkampf. Nie versucht, Adam hat ihn direkt runtergeholt. Aber Adam muss mit seinem Kopf aufpassen, er ist zu nah dran an den Beinen. Ne? Wenn das war eine wunderschöne Aktion von Arthur, da hat er versucht, das Knie ranzubringen, war aber etwas ja, daneben und Adam hat es gleich geschafft, den Kampf in den Bodenkampf zu verlagern. Muss jetzt hier natürlich auch aufpassen, dass er nicht so einen Upside-Kick kassiert, während er versucht, in den Bodenkampf zu gelangen und da dann irgendwie ja, einen Treffer ans Kinn kassiert. Ne? Wäre natürlich blöd. Ist schon das eine oder andere Mal passiert, dass jemand zu... voreilig in den Bodenkampf gehen wollte und dann in so einen Tritt reingelaufen ist und Knockout gegangen ist. Einfach so jetzt einen Shoot zu machen, wie er gemacht hat, ist nicht so effektiv halt. Ja, das hätte er mit einer Kombination am besten verbinden müssen. Schön geworfen! Ja, da sieht man die Judo-Skills von ihm, ne? Das war richtig geil gemacht. Warte mal, ich will es auf jeden Fall mal kurz zurückspulen. Der Takedown war ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen schlampig, wenn man das so sagen kann, weil der hätte am besten noch eine Kombination vorher werfen müssen, um den Gegner abzulenken. Aber hier aus dieser Situation richtig geil aus dem Clinch reingerollt und ihn geworfen. Hat ihn gut runtergeholt, Arthur war vollkommen überrascht. Ja, da hat man auf jeden Fall direkt die Judo-Skills gesehen.
Triangle von Arthur, aber Adam hat es geschafft, sich zu befreien. Warum lässt Adam ihn jetzt einfach aufstehen? Das verstehe ich nicht. Er hat ihn gerade runtergeholt gehabt und lässt ihn einfach wieder hoch. Hätte er nicht machen sollen. Weil jetzt muss er sich gegen die Thai-Boxer. Die erste Runde ist definitiv schon eine sehr spannende, interessante Runde. Gerade kassiert auch in die Deckung, aber ich würde sagen, ja, Adam jetzt bislang minimal eine Runde für Arthur, würde ich vielleicht sagen, ja. Im Stand hat er ein paar schöne Aktionen gezeigt, bis auf den Wurf gerade von Adam, würde ich sagen, waren die deutlicheren Aktionen auf jeden Fall auf der Seite von Arthur. Ich persönlich würde ihm jetzt die erste Runde geben. Mal schauen, was Adam jetzt dann in der zweiten Runde rausholt. So, Leute, die zweite Runde fängt an. Mal sehen, was für Anpassungen aus der Ecke kamen. Adam muss eindeutig mehr Druck machen, in die Nahdistanz kommen, um seinen Judo zum Einsatz bringen. Schön, das war ein schöner Jab jetzt von Adam. Adam macht jetzt was anders als in der ersten Runde. Geht jetzt etwas mehr in die Halbdistanz und arbeitet mit dem Jab. Das hat er vorher nicht so krass gemacht. Jetzt hat man das gerade gut gesehen, hat gut funktioniert. Fängt sich einen guten linken Haken. Jetzt im Clinch versucht, den Wurf wieder ranzubringen. Arthur nimmt seinen Rücken ein, jetzt in die Backmount. Oh, das ist gerade richtig wendig. Keiner will dem anderen die Position überlassen. Beide versuchen da gerade rauszukommen. Triangle-Gefahr von Arthur, dafür muss er seinen Hook rausnehmen. Hat er jetzt geschafft. Hat die Beine angesetzt für die Triangle. Aber Adam schafft es erneut, sich aus dieser Situation rauszubefreien. Schönes Ground and Pound, hat ihn einmal gut getroffen mit der rechten. Guter Treffer jetzt. Arthur zieht ihn ran. Boah, die beiden liefern einen echt guten Kampf, muss ich sagen. Für die Schläge zu lassen. Adam klammert jetzt das ist ein Kampf, das gefällt mir gerade wieder richtig gut. Beide sind auf einem ähnlichen Skill-Level. Der eine natürlich der bessere Fighter im Stand-Up, der andere der bessere Fighter im Bodenkampf, aber allgemein von den Fähigkeiten her relativ ausgeglichen. Das verstehe ich jetzt selber auch nicht ganz. Ich weiß nicht, wieso der Kampf jetzt zurück in den Stand verlagert wurde. Da war definitiv noch aktiver Bodenkampf. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber gut, schauen wir mal. Der Adam recht müde. Ich denke einfach, die versuchen es halt ein bisschen zuschauerfreundlich zu halten, ne? Weil sehr viele Leute sind nun mal nicht extrem Bodenkampf interessiert. Die wollen Stand-Up-Fighting sehen. Und ich denke, einfach nur, um für die Zuschauer die Kämpfe interessanter zu gestalten, haben die sich einfach dafür entschieden, Bodenkampf auf das Minimum zu reduzieren. Für den Bodenkämpfer ist es natürlich ein großer Nachteil. Aber was will man machen? Er möchte sich mit Arthur nicht im Stand schlagen. Er muss dorthin, wo er stark ist. Dafür sollte er Adam sollte Kombinationen schlagen und dann direkt in den Takedown ansetzen. Aber das macht er gerade nicht. Er steht und kämpft gegen den Striker. Ich weiß nicht, ob er vielleicht gerade anfängt, etwas müde zu werden. Knie von Arthur. Adam Clinch gelöst, nach hinten weg. Es sieht für mich persönlich von der Körpersprache her so aus, als würde Adam langsam etwas mit der Kondition kämpfen. Ja, die Kondition schwächelt, würde ich jetzt mal behaupten. Jeder, der selber schon mal ein bisschen im Ring stand, erkennt recht schnell die Körpersprache von jemandem, der müde wird. Der Arthur jetzt viel ruhiger in diesem Moment. Das könnte die Gelegenheit für Arthur sein, jetzt besonders in der dritten Runde nochmal Vollgas zu geben, weil er sieht persönlich für mich doch ziemlich fit aus. Er muss die Distanz verkürzen und er kann seine Schläge... Schöner linker Haken von Adam, das ist gut, aber da müsste er noch ein bisschen mehr reingehen, um die Distanz noch zusätzlich zu verkürzen. Das war aber ein guter Treffer. Noch eine rechte Overhand hinterher und danach direkt in den Takedown reinballern. Das wäre, glaube ich, die beste Möglichkeit für ihn. Arthur auch ein bisschen inaktiv jetzt in diesem Moment. Ja, beide schnappen jetzt hier in den letzten paar Sekunden auf jeden Fall nochmal ein bisschen Luft. Wenn Adam jetzt in der dritten Runde wirklich Hardcore Gas gibt und ein paar überzeugende Aktionen bringt, richtig heftige Aktionen und vielleicht sowas, sagen wir mal sowas wie eine 10-8 Runde bekommt, könnte es sogar noch ein Kampf für ihn werden. Wenn der Kampf weiterhin so läuft, wie er bislang lief, würde ich mal sagen, dass der Fight an Arthur geht. Dritte Runde fängt jetzt an. Aber schauen wir mal an. Wir haben ja noch eine Runde, das sind noch drei volle Minuten, die beiden kämpfen müssen. Da kann noch sehr, sehr viel passieren. Sehr, sehr ermüdend, wenn man auf so einem halben Tempo... Schöne Rechte von Arthur, da nutzt er gerade seine Reichweitenvorteile aus. Hätte die gut gesessen, hätte sich Adam vielleicht hingesetzt. Takedown erneut, ohne Ansatz, ohne Vorbereitung. Den Gegner runterzuholen, wenn man den Takedown mit Schlägen nicht vorbereitet, weil der Gegner sieht es einfach kommen und kann es leichter verteidigen.
Jetzt genau da hätte er seinen Takedown ansetzen sollen, nach seiner Overhand-Right. Adam jetzt. Arthur kommt mit Knien rein, sollte er nicht machen, weil er an die Nahdistanz kommt. Ich finde das lustig. Da hätte Adam nutzen können. Ich hab gerade richtig Ding. Schau mal, ich will gerade was sagen, aber der Kommentator kommt mir zuvor, ne? Und ich will ihn nicht einfach wiederholen, so, versteht ihr? Ich will genau das sagen, was er gerade auch gesagt hat, aber ich möchte ihn nicht irgendwie wie so ein Papagei ihm nacheiern und nachplappern, ne? Schöne Schläge von Adam auch, habe ich jetzt nicht erwartet. Kaum auch recht hart geschlagen. Und wie gesagt, das ist gerade echt schwierig. Das ist schon leicht verwirrend, auf jeden Fall, wenn eine deutsche Kommentatorstimme im Hintergrund spricht, dann drüber zu kommentieren. Schöne harte Knie. Adam muss die Hüfte wegdrücken in dem Moment, nicht die Hände einfach dorthin. Adam versucht jetzt hier noch die Knie von Arthur zu kontrollieren, um kein Knie zu fangen. Hat wieder den Judo-Wurf versucht anzusetzen, hat es aber nicht ganz geschafft. Arthur hat jetzt wieder seinen Rücken übernommen. Das ist jetzt was Geschenktes für ihn. Er will den Rear Naked Choke ansetzen. Versucht jetzt den Unterarm unter sein Kinn zu bringen. Versucht den Choke zu finden, aber Adam verteidigt sich jetzt hier gerade noch wunderschön. Das macht er jetzt auch. Guter Treffer an die Seite zu Kopf. Versucht jetzt den Adam wieder durchzustrecken. Kontrolliert die Beine, hat den Rücken. Wieder kurze Treffer an die Seite vom Kopf. Der Choke sitzt doch nicht. Ey, das ist jetzt extrem gefährlich für Adam. Keine schöne Position, in der er sich jetzt hier gerade wiederfindet. Darum öfter mal schlagen, aber... Das passiert, dafür braucht man ein bisschen Disziplin, ne? Als Kämpfer sieht man oft, boah, da ist was, der Hals ist offen und man will gerne choken. Wobei es wesentlich einfacher wird, wenn man den Gegner schlägt. Das ist eine unglaublich ekelhafte Situation, in der sich Adam gerade befindet. Er muss da auf jeden Fall schauen, dass er sich gut verteidigt. Sonst ist entweder der Choke ganz schnell drin oder er kassiert 3, 4 harte irgendwelche unnötigen Treffer dann zum Kinn. Der Choke sitzt, glaube ich, direkt am Kiefer. Das sieht jetzt aus wie Khabib gegen Conor. Adam zeigt den Daumen hoch. Scheint nicht unterm Kinn zu sein, dann wirkt der Adam. Man sieht, dass es nicht unterm Kinn ist, aber ich hätte jetzt gedacht, Arthur zieht den Khabib gegen Conor McGregor Move durch und drückt das Kinn oder den Kiefer so hart durch, dass sein Gegner trotzdem tappen muss, aufgrund der Schmerzen. Aber Adam möchte sich hier überhaupt nicht geschlagen geben, versucht den Kampf auf jeden Fall noch über die Distanz laufen zu lassen und nicht gefinisht zu werden. Noch 3 Sekunden verbleiben. Schafft Arthur das, ihn jetzt zu choken? Und der Kampf ist vorbei. Adam hat es geschafft, die volle Distanz zu gehen. Und das, obwohl er wirklich hier die letzten, weiß nicht, eine Minute, eineinhalb Minuten in einer übertrieben ekelhaften Situation war. Aber ich würde sagen, definitiv ein Sieg für Arthur jetzt, ne? Wenn es an Adam gegangen wäre, hat Arthur die dritte Runde meines Erachtens nach eindeutig gewonnen. Schöner Kampf, meine Damen und Herren. Ja, diese letzten 60 Sekunden waren halt extrem dominant für Arthur. Da hat er sich den Rücken gesichert und es um gar keinen Preis wieder zurückgegeben. Und das hat alles mit diesem Wurf angefangen. Dieser gescheiterte Wurf hat Adam sehr, sehr viel noch in dieser Runde gekostet. Aber ein verdammt spannender Kampf, ey. Gehen wir natürlich zur Entscheidung. Ich will nochmal kurz die offizielle Entscheidung sehen. Und ich glaube, beide Fighter sagen dann noch ein, zwei Worte. Das würde mich auch noch persönlich interessieren. So, wo ist es? Tja, Arthur hat den Kampf gewonnen. War eine klare Sache, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt würde ich noch gerne kurz hören, was Adam und Arthur dazu sagen. So, Adam, erstmal sehr schöner Kampf. Du hast wirklich kämpferherz bewiesen. Erzähl, wie fandest du es das erste Mal auf dem Rasen hier bei Defense zu kämpfen? Wie war die Erfahrung für dich? Also ich finde es allgemein, das war mein erster MMA-Kampf. Es war eine gute Erfahrung. Schade, den Kampf habe ich nicht gewonnen. Verdient auch. Aber es war auf jeden Fall nicht mein letzter Kampf. Und ich komme stärker zurück. Auf jeden Fall. Wir freuen uns. Ja. Dankeschön. Für seinen ersten MMA-Kampf, vor allem für einen sehr, sehr guten Gegner, hat er sich extrem gut geschlagen, muss ich sagen. Also das war nicht so, dass Adam jetzt irgendwie hardcore unterlegen war und er voll verprügelt wurde. Tatsache ist, ich denke, bei ihm hat es nur ein bisschen an der Kondition gemangelt. Wenn er konditionell etwas fitter wäre, wäre das nochmal eine ganz andere Sache gewesen, glaube ich. Weil dann wären seine Takedowns und seine Würfe noch besser gekommen. Ich denke wirklich, er hat ab der zweiten Runde einfach nur ein bisschen konditionelle Schwierigkeiten gehabt.
Und war vielleicht auch einfach nur aufgeregt, weil es sein allererster MMA-Kampf war, aber nichtsdestotrotz ein geiler Kampf gegen einen sehr guten Fighter in Arthur. Und mal sehen, was er dazu sagt. Zu seinem Sieg. Du bist ja kein unbekanntes Gesicht mehr bei Defend. Du hast schon mal gekämpft, ja. Und dein Debüt gegeben. Jetzt beim zweiten Mal hast du dann wieder gewonnen. Erzähl, wie fandest du den Kampf? Wie fühlst du dich? Ja, mir geht's eigentlich gut. Aber ich glaube, den Zuschauern interessiert es nicht, wie es mir geht. Es geht, wie man weiterkämpft. Die Niederlage hat mir ja sehr viel Kraft gegeben, weiterzumachen. So leicht kriegt er mich nicht runter. Ich mache jetzt weiter, Stück für Stück. Wieso soll man ein K.O. suchen, eine Submission? Man steigert sich Step by Step, Schritt für Schritt. Und nur so wird man besser. Aber das Aufgeben, das ist kein Ziel von mir. Herzlichen Glückwunsch natürlich an Arthur für den Sieg. Da sieht man, viele Leute geben einfach komplett auf nach einer Niederlage. Die lassen den Kopf hängen und sagen, ey, das ist nichts für mich, ist halt einfach so, und geben komplett auf. Arthur hat gesagt, nee, ist nicht. Ich habe zwar jetzt verloren, aber ich komme stärker zurück. Hat jetzt in dem zweiten Kampf einen sehr, sehr guten Kampf geliefert und uns übertrieben gut unterhalten. So, Freunde, das war die Reaction zu Defend Fight Club. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mich weiterhin unterstützen möchtet, ihr wisst ja, was zu tun ist. Daumen hoch und das ganze Zeug. Die Tage kommt auf jeden Fall noch ein Video zu Alexander Usyk gegen Derek Chisora und zu Errol Spence Jr. gegen Danny Garcia. Am Sonntag wieder der Livestream. Ja, verpasst das Ganze nicht, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt alle gesund. Passt alle auf euch auf, bitte, Freunde. Und ja, ciao, ciao.